Wir lassen den Baryonyx jetzt mal frei. Ist der immer noch einsam? Ernsthaft? Brauchen die vielleicht soziale Gruppe 3 bis 12? Ja, okay. Dann würde ich sagen, züchten wir doch nochmal einen mit dazu. Damit die nicht mehr so einsam sind. Ich meine, die werden sowieso leicht zerfleischt und zerfetzt, aber was soll's? Da haben wir zumindest schon mal wieder einen auf Reserve oder sowas in der Art. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, Nachfrage. Ja, Einkaufsmöglichkeiten sind jetzt hier vorhanden. Super, Toiletten auch. Essen ist hier noch ein Problem, sehe ich gerade. Wobei die Nachfrage verringert sich hier. Ist vielleicht wobei die Bude ist eigentlich... Moment, hier ist das voll. Die Bar ist voll. Das heißt, wir können jetzt eigentlich hier Dino-Cocktails verkaufen. Und zwar für 29, ja. Und stopfen da nochmal ein bisschen mehr Personal rein. So, und dann gucken wir mal. Der Souvenirladen passt noch. Fastfood-Restaurant passt auch noch. Toiletten passen auch. Also da ist alles okay. Das eine Kraftwerk hier sollten wir vielleicht mal neu starten. So, Dinosaurier ist fertig. Wir lassen erstmal den Olorotitan erstmal raus. So, den nächsten. Und dann lassen wir gleich den Baryonyx bei. Und beim Baryonyx ist es nämlich so, wir können nämlich im Gehege auch hier eine Station für Fischfutter platzieren. Und die platziere ich jetzt einfach mal hier rein. So. Da schwimmen nämlich Fische, da kann der Baryonyx sich dann nämlich dran austoben. Und in der Hoffnung, dass er vielleicht nicht die anderen Tiere hier alle komplett frisst und zerstört. Wir lassen den Baryonyx jetzt mal frei. Der hat Bock. So, aber wir haben noch... Mein Gott, was haben Sie getan? Bitte sagen Sie mir, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, mein Fehler. Hupsi. Aber die sind doch alle zusammen untergebracht. Warum habe ich denn... für 3 Minuten. Okay. Und was er macht. Der riecht hier schon fette Beute. Ist er dann gleich... Also noch hat er ja nicht so großen Hunger. Jetzt hat er Hunger, glaube ich. Oh oh. Schreibt umher, ist zufrieden, okay. Jetzt geht hier der Kampf los. Ups. Das ging schnell. Macht der noch weiter? Ihr frisst doch erstmal, Junge. Ich meine, hat er den jetzt erlegt und will ihn nicht fressen? Hallo? Der frisst einfach nicht. Okay. Greift jetzt den nächsten sich an, oder was? Der reißt hier einfach alle nieder. Okay. Kümmern wir uns erstmal darum, dass hier unser kranker Dino erstmal geheilt wird. Bestätige Aufgabe. Ach, jetzt frisst er, ne? Okay, 1 Minute 26 noch. Hier, der reißt nur die Edmontos gerade. Also die beiden Edmontos hat er gerissen. Ja. Naja, kann ja mal passieren. Upsi. Wen greift er sich jetzt? Ihr
Hier ist ein Uluru-Titan, der wird jetzt auch gerissen, oder? Ja, natürlich wieder gerissen. Das ging ziemlich schnell. Also Verteidigung, nein, nein. Jetzt haben wir schon 3 tote Dinos hier. Und noch 49 Sekunden, okay. Nicht ganz so lange. Wir entfernen die toten Dinos mal. Ich meine, der hat eigentlich genug gefressen jetzt, ne? Also. So, die Toiletten werden langsam voll. Da packen wir mal ein bisschen was rein. Oh, eigene Übertragung. Mission abgeschlossen, Neuankunft. 1,7 Millionen, einzige Anpassung, 2.0 ist jetzt verfügbar. Was haben wir außer einem Gemetzel erreicht? Spaß. Das ist auf Ihrem Mist gewachsen. Und ich bete für Sie, dass das ein Fehler war. Ja, ja, das war ein Fehler. Das war kein Fehler, Kajal. Das war eine Anweisung. Wissen Sie, ich brauchte einige Daten. Und dieser Weg schien mir der beste, um sie zu beschaffen. Ich verstehe. Wenn ich von Ihrer Beteiligung gewusst hätte, Dr. Wu, hätte ich anders reagiert. Ja. Sei's drum. Jetzt. Manchmal verlangt Wissenschaft harte Entscheidungen. Ich verstehe das besser als jeder andere. Sie haben getan, was nötig war. Ja, ich habe getan, was nötig war. Hoffentlich kommt so etwas in Zukunft nicht mehr vor. Nein, nein, bestimmt nicht. Ganz sicher nicht. Vielleicht sollten wir den Baryonyx mal betäuben? Also, wir bräuchten auf jeden Fall einen neuen Oloroto-Titan. Da brauchen wir auf jeden Fall einen. Oh, es gibt einen Kampf. Ja. Der kriegt aber auch nicht was ab, der Baryonyx jetzt. Bin gespannt, wer den Kampf gewinnt. Ach. Der ACU-Helikopter war da und hat den Baryonyx betäubt. Ja, okay. Was würde denn passieren, wenn wir den jetzt hier einfach hier rüber zu den Dinos transferieren? Schauen wir einfach mal, was passiert. Vielleicht. Was haben wir bei der Forschung Neues? Wir haben hier genetische Forschung. Haben wir jetzt hier unten die Einzelgängeranpassung freigeschaltet. Verringert die minimalen und maximalen sozialen Anforderungen eines Dinosauriers um 3. Ja, okay. Erforschen wir einfach mal. Und dann kriegt der Baryonyx hier natürlich in dem Gehege auch noch eine Fischfutterstation nochmal zusätzlich mit rein. Vielleicht verträgt er sich ja mit den anderen hier. Schauen wir einfach mal. Gut, dann brauchen wir natürlich noch den Edmonto. Davon brauchten wir auch nochmal neue. Nehmen wir auch gleich nochmal 2 mit dazu. Lassen wir noch ein paar Dinos nochmal frei gerade. Also den einen hier zumindest. Dann können wir auch die Fischfutterstation hier verkaufen. So. Welche muss jetzt hier aufgefüllt werden? Ach, die hier muss aufgefüllt werden bei den Dilos. Alles klar. Die vertragen sich auch beide nicht, okay. Also der Baryonyx, ich hätte natürlich einfach mal gucken können bei den Infos. Ja, Mensch. Dino-Statistik. Idealer Bestand 0 bis 16. Ihm fehlt hier Sumpf, okay. Dann kriegt er noch ein bisschen Sumpf, würde ich einfach mal sagen. Ich glaube, der sucht jetzt hier Fisch, ne? Hab's. Na komm, schnapp den Fisch. Lecker. Nom 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 nom. Ah, guck mal. Der wartet mit seiner Schnauze einfach im Wasser und frisst dann die Fische. Ziemlich cool. Perfekter Jäger. Ich glaube, das machen einige Alligatoren heute auch immer noch so. Gut, dann gehen wir mal ins Gehege und dann kriegen wir nochmal ein bisschen Lebendfutter hier mal rein. Damit die Tiere nochmal ein bisschen Beschäftigung haben, unsere kleinen Dinos hier. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Sumpf. Landschaftsgestaltung. Hier. Das Küstengebiet ist es ja nicht, ne? Da brauchen wir einfach mehr Wasser hier. Ja. Er braucht einfach mehr Wasser.
Okay, hier haben wir überall Terrainbeschränkungen. Machen wir ein bisschen kleineren Radius. Ah, so. Reicht dir das jetzt? Ja, jetzt reicht es ihm gerade so. Okay, super. Die Geborgenheit geht jetzt auch wieder nach oben. Und ja, ich glaube, er fühlt sich jetzt hier ganz wohl. Vielleicht passt das doch zusammen mit den Dinos. Das wäre natürlich super, wenn die beiden sich auf Dauer auch vertragen würden. Die Futterstationen hier jetzt mal dringend aufgefüllt werden. Und dementsprechend werden wir bei den Rangern jetzt nochmal ein weiteres Team dazu kaufen. Damit wir jetzt drei Teams haben. Gucken wir schnell in die Statistik rein. Essen sieht gut aus. Getränke sehen gut aus. Einkaufen nicht so. Da sollten wir vielleicht hier nochmal gucken. Spaß haben die Gäste auch. Toiletten sehen auch gut aus. Ja, super. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt 5 Millionen. Als nächstes bauen wir die Einschienenbahn. Also, wie bereits erwähnt, jetzt gibt es die Einschienenbahn. Müssen wir mal gucken, wie wir sie am besten platzieren. Ich denke mal, so ist ganz okay. Und dann setzen wir jetzt hier einfach die Strecke entlang. Dann können wir nochmal hier irgendwo eine Station einrichten. Nämlich hier, damit die aussteigen können an der Stelle. War vielleicht ein bisschen optimistisch gedacht. Dann reißen wir das nochmal kurz hier ab. Den Teil. So, die Strecke ist unvollständig, das ist klar. Die bauen wir weiter. Mal verschiedene bearbeiten. Packen die hier ran. So, und die nächste Station packen wir dann hier hin. An der Stelle. Was wir auch machen können, ist mit der Einschienenbahn, also die Einschienenbahn selber durchs Gehege durchzubauen. Das machen wir an der Stelle auch schon mal. Ich will nämlich hier einmal durchfahren und die Dinos nochmal betrachten ein wenig. Dann hoffen wir, dass wir hier rumkommen. Das sieht aber soweit gut aus. Ja, und dann ist die Strecke auch schon abgeschlossen. Und so haben wir schon mal ein bisschen bessere Transportwege in unserem Park. Kann ziemlich schnell und einfach gehen und wir können sie nachher noch belieben, noch erweitern, wenn wir die Insel hier weiter ausbauen. Wir haben hier neue Dinos, die wir freilassen können, den Edmontos, die beiden. Die lassen wir jetzt einfach mal so raus. Ja, die Nachfrage hier passt jetzt auch. Also Transportbewertung 100%. Was will man mehr? Und ich glaube, wir können so langsam auch ein Hotel bauen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir es am besten hinplatzieren. Ich würde sogar fast schon hier sagen, hier hinten. Dann können die nämlich von hier aus nämlich direkt in das Gehege reinschauen. So nämlich. Wieder alles ein bisschen glätten hier. Aber gut, zieht gerade wieder ein Sturm auf. Ne, es regnet einfach nur noch. Ja, es regnet einfach nur. Gut, dann ziehen wir den Weg jetzt hier auch wieder ein bisschen weiter. Nehme ich den hier so ein bisschen rum. Und das Hotel kriegt auch noch einen breiten Eingang hier hin. Zack. Mit dem Hotel können wir halt eine Überfüllung des Parks so ein bisschen verhindern, ein bisschen vermeiden. Und wir kriegen halt dadurch dann auch wieder mehr Besucher in unseren Park hinein. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt 6 von 10 Spezies aktuell. Müssen natürlich mal gucken, dass wir jetzt nochmal weitere Dinos reinkriegen. Und die Bewertungen so hier sehen auch ganz gut aus. Das Hotel ist bereit, Park überfüllt zu 4%. Also das ist noch... Da müssen wir uns, glaube ich, überhaupt keine Gedanken aktuell machen. Die Ceratops, wie sehen denn hier die Tiere aus grundsätzlich? Ich gucke mal gerade bei dem Bestand rein. Achso, sind die beiden Triceratops, die beiden, die wir hier haben.
Das sieht aber beim Oloro Titan auch noch gut aus. Und der Edmonto, der ist hier. Bestand sieht da auch noch gut aus. Und dann gucken wir mal bei den beim Dracorex. Da ist der Bestand so langsam im Limit. Das heißt, das Gehege hier. Ja. Da sollten wir vielleicht nicht mehr so viele Dinos reinpacken. Müssen wir mal schauen. Ich meine, wir haben hier noch ziemlich viel Fläche. Also hier können wir noch ein bisschen was bauen. Grundsätzlich in dem Bereich hier unten auch nochmal ein Gehege vielleicht. Und hier oben haben wir auch noch ein bisschen Platz. Also da kann man noch ein bisschen was machen. Hier bei denen hier sieht es auch soweit gut aus. Soziale Gruppe 1 bis 2. Also die Dilos sind hier regelmäßig in Panik. Aber ich glaube, der Baryonyx tut denen eigentlich nichts. Das mag ich an ihnen. So. Die Mission haben wir auch abgeschlossen.